Ein Rumäne, eine Spanierin, eine Schwäbin und zwei Italiener in Karlsruhe und Umgebung treffen diese Woche Welten aufeinander. Ich hätte mir vielleicht einen Tick Säure mehr, dann macht es ein bisschen alles appetitlicher. Ich glaube, dass das Konzept nicht richtig verstanden worden ist. Welches Lokal überzeugt, wer schwächelt bei der Konkurrenz? Für mich hat alles gefehlt, also vom Gewürze, Geschmack, Authentizität. Ich hätte eine kleinere Portion gemacht. Ich finde, man hätte noch ein bisschen was obendrauf machen können. Im Il Teatro gibt Gourmet-Koch Daniele den Startschuss. Wir werden gewinnen, weil wir eine geile Küche kochen. Nur das Beste aus Italien und Frankreich. Meine Erwartungen sind erfüllt. Sehr gut. Die Kartoffelpüree ist ein Gedicht. Ich bin ganz happy über meinen Teller. Ich glaube, ich habe das richtige Gericht bestellt. Mitstreiter Christian versteht die Lobhudelei nicht. Würde ich nicht mehr bestellen, würde ich mehr für andere Vorspeise entschieden. Nee, da muss ich Christian absolut widersprechen. Willkommen in Karlsruhe zu einer neuen Lokalrunde. In Danieles Il Teatro gibt es heute an Tag 1 gehobene internationale Küche. Nancys Wirtshaus zur Hexenscheuer ist schwäbisch-mediterran unterwegs. Im Trock Drinks und Cucina zelebrieren wir mit Massimo die Küche Italiens. An Tag 4 reicht Ramona im Don Perez Tapas mundgerechte spanische Happen. Und Christian hält im walachischen Kessel die Fahne für die rumänische Küche hoch. Ach, die Sonne scheint, Mike strotzt vor Energie. Besser kann die Woche gar nicht beginnen. So, wir fetzen wieder eine Woche durch bei Mein Lokal, Dein Lokal. Wir sind in Baden-Württemberg, ne? Das ist die Spätzle-Hochburg, ne? Die Maultäschle-Hochburg, die Knöpfle-Hochburg, ne? Und mitten in Karlsruhe bin ich, ne? Da starten wir. Pforzheim kommt noch dran, ach, was weiß ich. Und es kann doch nichts Besseres geben wie Italiener zum Start. Ne? Daniele ist dran, und zwar in seinem Il Teatro hoch 2. Das heißt, hoch 2, oben die 2 geschrieben, weil es in der zweiten Generation ist. Das ist ja schon mal schön. Ne? Das spricht ja schon für Qualität. Und er hat hohe Ansprüche, weil er in Top-Häusern gearbeitet hat. Und er will auch einen kleinen Stern im Guide Michelin. Dabei hätte der 38-Jährige um ein Haar einen anderen Weg eingeschlagen. Ich liebe es, in der Küche zu stehen. Ich habe davor Maschinenbau studiert. Mir war es aber ein bisschen bieder oder langweilig im Büro. Und für mich ist die Küche wie ein riesengroßer Spielplatz. Man kann fluchen, man kann lachen, man kann alles machen. Zum Beispiel nach den Sternen greifen. Okay, okay, einer würde ja für den Anfang reichen. Ja, Ziel ist, dass wir irgendwann mal einen Stern kochen oder einer der besten Restaurants in Deutschland werden. Und wir sind auf einem guten Weg. Ich habe in der französischen Küche gelernt, also ist meine Basis französisch und ich versuche das irgendwie zu verbinden, da das Restaurant italienisch ist und meine Wurzel, mein Vater, unsere Tradition ist aus Italien. Also der wird schöne Velouté's, der wird Fischfonds, der wird klare Suppen, der wird Grundsoßen aufsetzen und dann, finde ich, ist das schon wirklich die Steigerung der eh schon so guten italienischen Küche. Aber Michelin-Stern ist schon eine Ansage. Glückwunsch, Mike, du hast es gefunden. Ja, wirkt ein bisschen klassisch, ne? So, schönes Wetter, Terrasse voll. Man braucht Fantasie, Leute. Ist halt gut. Oh, mit Tischdecke. Hm. Na klar. Und das Empfangskomitee steht auch schon bereit. Buongiorno. Geballte Italien-Power, oder was? Ja, hab ich. Das kann nur der Alte sein, ne? Chef, muss ich aufpassen? Wir nehmen Giovanni. Giovanni, das ist aber auch noch. Daniele. Daniele. Ja. Das ist ja Patrone. Das heißt, seit wann gibt es das Lokal hier? Hast du gegründet? 84. Boah, das ist eine Geschichte. Also 84. Okay, und du bist dann Ich bin seit September 19 drin. Okay, alles klar. Und eine schöne Geschichte, habe ich gehört. Ne? Also kulinarisch ordentlich bisschen gereist. Gewesen, ja? Das heißt was? War in Baden-Baden im Brennerspark, ja, okay. Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe, Storchen in Breisgau, okay. Heidelberg, Simplicissimus, Villa Hammerschmiede hier im Finsterl. Ja, hallo. Also das sind ganz, ganz große, bekannte, mehrfach ausgezeichnete Lokale. Ne? Also, so, ne? Jetzt macht Daniele sein eigenes Ding. Was denn eigentlich genau? Wir kochen nicht klassisch italienisch, wir haben so eine gewisse Mischung drin, also eher französisch. Mit italienischen Gerichten, sagen wir mal so. Das tut, darf ich das sagen, der klassischen italienischen Küche vielleicht ganz gut.
Weil der Italiener eine Soße ziemlich schnell zusammenschraubt. Ne? Ja. Und vielleicht, na, das darf man schon sagen, oder? Ja. Und dann mit ein bisschen Einfluss der französischen Küche kann das eigentlich noch mehr nach oben kommen, oder? Also ich glaube, dass das jetzt auf jeden Fall ein richtig gutes Essen wird. Willkommen in Danieles Küche. 30 Quadratmeter misst sein Reich. Eine gute Stube. Alter, was ist denn da los? Ja, da haben wir einen ganzen Wildschwein extra für dich. Und da wird Pasta gemacht, oder was? Ja. Da hinten machen wir Pasta. Schauen wir schnell hin. Ist das jetzt für mich denn? Genau. Was kriege ich denn überhaupt für ein Gericht? Wildschwein? Pappardelle mit Wildschwein, mit geschmortem Wildschwein. Geil. Und ein bisschen Pecorino Romano. Oh ja, Alter, schön. Also eigentlich ganz simpel. Ja. Geil. Wir reden hier, als wenn das für jeden so einfach wäre. Das ist ein mega schönes Gericht. Ich zeig dir, wie ich die Keule rausmache und dann braten wir die direkt an. Okay, wo kriegt ihr sowas her hier? Ja, das kriege ich vom Vater. Der hat ein eigenes Jagdrevier. Der Papa von eben? Genau, ja. Dein Vater? Marlon Brando draußen. Marlon Brando? Ist Jäger? Ja. Und kriegen den Wildschwein daher und wir verarbeiten das alles als Ragout, als Rücken für die Mittagskarte. Ja, mega. Schnitzel und die Rippen tun wir zuputzen und Salsiccia rausmachen. Super, eigenes Salsiccia. Ich meine, Leute, ne? Bessere Voraussetzungen gibt's denn nicht. Ragout dann klassisch oder irgendwie anders gegart? Wir machen eine andere Form. Wir garen das bei 78 Grad für 24 Stunden und zupfen das dann, okay, wenn Pulled Pork im Begriff ist, okay, so in der Art. Ja, also das ist dann im Schmorfond. Im Schmorfond, oder? Und das darf ich jetzt mal sehen. Also den Rest darf man kurz liegen lassen. Falls es nicht ohnehin schon klar ist, hier nochmal in aller Deutlichkeit. Kochen nur mit Olivenöl hier. Das gehört beim Italiener dazu. Ja, der Italiener, ne? Hallo. Jetzt brate ich scharf an, von beiden Seiten, dass schöne Rohstoffe reinkommen. Mhm, und dann holen wir die raus und machen ein paar klein gewürfelte Zwiebeln dazu. Oder ziehen eine eigene Soße raus. Während Daniele seine Zwiebeln anröstet, bestaunen wir sein buntes Soßensammelsurium. Das ist ja auch alles schick da. Ja, das sind unsere Soßen für den Abendservice. Ja. Die ziehen wir auch alle selber. Ja. Manche 2 Tage, manche 3 Tage. Ja. Also da bringst du schon die französische Küche rein. Französische plus auch mein Charakter, vielleicht ein bisschen Deutscher. Wir sind durchorganisiert mit allen Soßen, damit es alles immer den gleichen Geschmack hat. Wir sehen auf jeden Fall eine schöne Auswahl. Wir nennen es ja gerne das flüssige Gold in der Küche. Ne? Aber das ist super, damit du ja nicht durcheinander kommst. Es gefällt mir gerade. Gefällt mir gut. Zurück zur geschmorten Wildschweinkeule in Soße. Warte, warte. Wir haben Pimentkörner. Jawohl, jetzt. Wir haben hier schwarzen Pfefferkörner. Jawohl. Oh, ordentlich, ne? Und wir haben Wacholderbeeren. Ja, passt. Wildschwein, Wacholder geht immer, ne? Und du knackst die jetzt auch nicht groß an, weil durch die Hitze platzen die. Genau. Auch, ne? Vom wir rösten die damit nur. Der Jens bringt mir noch Tomatenmark, bitte. Also das und dann ablöschen. Wir rösten das 5 Minuten lang. Das Tomatenmark ist ja bitter. Und durch dieses Rösten kommt die Süße so richtig durch. Ne? Genau. Und dieses Ablöschen, was wir Köche immer wieder machen und wieder einreduzieren, das dient ja dazu, dass es einfach kraftvoll wird. Und die Farbe anschließend später ist auch viel gesättigter, ne? Genau. Und springt einen schon förmlich an. Das Ganze mehrmals wiederholen und dann hast du einfach einen dichteren Körper, schöneren Glanz. Und das Ganze war jetzt das zweite Mal, ne? Das war das zweite Mal und es muss noch ein drittes Mal. Aber ich glaube, der Jens ist jetzt fertig mit dem Nudelteig. Schau mal rüber. Das kann ich einreduzieren und dann bin ich wieder da, oder? So, komm mal her da. Dass wir hier nichts verpassen. Was scheppert hier rum? Fertig, oder was? Ja, Pastateig ist jetzt fertig. Wir haben hier Semola. Und auch der Teig ist. Ja, okay. Das Schöne ist, wenn man mit Semola arbeitet, brauchst du nicht unbedingt Eier. Gibt auch Rezepte mit Eier, aber brauchst du nicht. Der ist nämlich auch richtig schön gelb. Jetzt vakuumieren wir den tatsächlich. Warum vakuumiert man das und warum geht das schneller? Ja, wir vakuumieren das, damit die Luft rausgezogen wird und der Teig sich so ausruht und gelassen wird, weil wir ihn vorhin ein bisschen gestresst haben durch den Kneten. Also dieser Entspannungsprozess, ne? Da geht es ja um Gluten. Braucht einfach der Teig. Reicht in 10 Minuten, habe ich gesagt eigentlich. Nee, 2-mal vakuumieren und dann langt es, kann man direkt verarbeiten. Kann man direkt verarbeiten. Pressen, schneiden, fertig sind die Pappardelle. Jetzt gießt Daniele seinen Soßenansatz mit Rotwein und Knochenbrühe auf. So, und schau mal, es macht eben das aus. Deswegen geht man in ein Restaurant, weil da Handwerk drin ist. Ne? Genau. Das Ganze schieben wir? Das Ganze kommt jetzt mit einem Deckel. Ja. 24 Stunden lang bei 78 Grad. Den ganzen Tag läuft das Ding. Genau. Ne? Und das Ergebnis ist schon da drin, oder? Eine traumhaft zarte Angelegenheit. Oh, ja, genau. Das da, das fällt aber schon auseinander dann, ne? Genau. Wir reduzieren es komplett runter. Ja. Mit dem Wildschwein dann übergießen. Okay. Und da kommt das Fleisch. Und du hast aber für mich das schon einmal fertig, oder? Genau.
Passt, okay. Das haben wir schon vorbereitet. Wenn die Pasta auf Bisque gegart ist, das Ragout richtig gut schmeckt oder eben das Pulled Hoc, die Soße gut ist, dann ist es ein Bombengericht. Dann mal schnell zu Tisch. Pronto, Mike kann es kaum erwarten. Bei deinem Ragout? Ja. Da kann ja nichts mehr schief gehen jetzt. Nee. Das ist ja, aber die Pasta, die kann durchziehen. Also gehen wir das als erstes an. Ist die Pappardelle auf den Punkt? Mike, sag was. Alles al dente? Also, man muss gleich mal sagen, dass die Pasta Bombe ist, ne? Ja. Also, die ist top gegart, voll auf den Punkt. Ganz leichten, schönen Biss, also super gegart. Das, da geht's ja auch drum, ne? Das muss man ganz klar sagen. Handwerk. Ne? Handwerk. Bei der Soße auch hoch angenehm, sehr klassisch, keine großen Spitzen, nicht zu, also nicht Säure oder irgendwie so süß, sondern ein schöner, runder Geschmack. Ja. Ganz, ganz toll. Gehört natürlich auch erwähnt, dass er die französische Butter reinschmeißt. Nein, ganz toll. Ganz, ganz toll. Wie macht sich das Wildschwein aus Papas Jagd? Perfekt gegart, gerade weil Wildschwein auch so schnell trocken wird. Mhm. Das ist null trocken. Ne? Schau das mal an. Ja, ist noch rot. Das ist richtig schön in der Farbe rot. Da hat es jetzt wirklich mit diesen 78 Grad, was du es gegart hast, genau, ist keine große Hitze entstanden. Das ist einfach richtig saftig. Ne? Schöne Soße, haut mich weg, oben mit dem Pecorino drauf, Bombe. Ragu war es nicht. Ja. So würde ich sagen. Ja. Ne? Also das vielleicht mal mitnehmen. Abändern habe ich nicht gesagt, aber verbal kommunizieren und drüber nachdenken, was ich sage. Was für ein Start in die Woche. Hey, das war richtig gut. Der Daniele und Papa, ne, auch cool, ne, dass ich den kennenlernen durfte. Das war schon richtig klasse. Ne? Richtig, richtig gute Pasta mit Biss. Und die Soße, Leute, da zahlt sich's doch aus, wenn der junge Mann in Deutschland gelernt hat mit den französischen klassischen Einfluss einer Soße. Butter, ein Italiener hat schön die Soße abgerundet. War richtig klasse. Wenn ich im Wettbewerb wäre und 3.000 Euro gewinnen will und diesen Teller haben will, dann würde ich das Thema Ragout ansprechen, weil es nicht klassisch war, aber es war richtig gut. Ich würde es erwähnen.